So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier bei mir auf dem Kanal. Und das ist, ihr seht schon, Sons of the Forest. Wir haben natürlich, was heißt neues Projekt? Wir haben ja das Projekt ja schon mal gespielt quasi. Den ersten, die Staffel, wir nennen das eine Mini-Staffel 1. Wir haben nur 11 Folgen gemacht damals. Ich habe das Koop-Team damals nicht zusammengekriegt. Da war ja noch die Dings dabei. Die Chrissy, ich weiß gar nicht, was die macht im Moment. Oder was die spielt, da habe ich gar keine Ahnung. Ist ein bisschen laut bei mir auf dem Ohr, das Spiel, aber ist okay, denke ich. Ist okay. Und im Discord habe ich schon den Dante, der spielt da mit. Wir wollen aber jetzt kurz das Intro abfahren und sobald wir gelandet sind, werden wir uns aber Dante vorstellig werden, auf jeden Fall. Genau, wir haben Staffel 1 gemacht und jetzt ist Sons of the Forest in die Release-Version 1.0 gegangen. Das heißt, das Spiel ist vollkommen fertig und das ist für uns der Startschuss für die Staffel 2. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Der Mutti macht mit, der Sven macht mit, also wir sind zu viert quasi. So Gott will. Die kommen jetzt auch noch gleich dann in den Discord. Ich starte jetzt direkt in den Mehrspieler-Modus, würde ich sagen. Ihr seht das Bild noch gar nicht, oder? Seht ihr das Bild? Ah, da, diese Hände, ist das eklig. Und dann würde ich sagen, starten wir in den Mehrspieler-Modus. Wir wollen natürlich beitreten, nicht hosten. Wir wollen nicht hosten. So, dediziert natürlich. Wir haben uns einen Server erstellt. Wir spielen im Hard-Survive-Modus. Also, das hat das, was das Spiel hergibt. Also, man kann auch so ein paar andere Sachen einstellen. Aber das ist so, was der Entwickler sich vorgestellt hat an Schwierigkeit. Das wird auf jeden Fall bestimmt lustig. Ja. Ich gebe das Passwort schnell ein. Und das Passwort ist Swordfish. Natürlich nicht. So. Und jetzt tue ich mich mal ausblenden, weil es kommt ein kleines Intro. Da halte ich die Klappe. Und nach dem Intro werden wir dann den Discord aufschalten und dann unsere Reise durch den Forest beginnen. Natürlich nach dieser kleinen Ladezeit, die jetzt da jetzt kommt. Sans ist schon mal da. Sehr gut, halb, off, wir haben jetzt und wir haben Forest, die Hälfte von Forest haben wir geschafft, sehr gut, jetzt kommt er durch die Zielgerade, lade Gegenstände durch, geh ab, aha, die Hälfte von Forest haben wir geschafft und da haben wir fast alles geschafft, nur noch Gas geben durch die Zielgerade, nur noch ein Stück. Puff Corporation, Puff Corporation. Sorry. Ein ominöses D. Kann das Dante heißen? Dö-dö-dö. So. Ah. Na Jungs, alles klar. Kevin, Fischauge, wie geht's euch? So, Edward, Puff. Okay, wir werden niemanden lebendig finden. Wir müssen Edward Puff, Barbara Puff, Alter 60, 1,60 Meter groß, braune Augen, 68 Kilo. Oh Gott. Oh, die Tochter mit 20. Virginia Pafton. Okay, 1,62 Meter. Virginia? 57 Kilo? So, leicht. Das ist die Map. Ah, okay, alles klar. Ja, wir müssen nochmal alles durchgucken hier. Ja, Edward, ja, okay, das merke ich mir, das Gesicht. Kann man sich nur einprägen. Virginia habe ich schon mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht. Vielleicht auf dem Cover der neuesten Vogue. Ich weiß es nicht. Studentin auf jeden Fall ist die. Was studiert die? Steht nicht dabei, was sie studiert. Ich würde sagen Kunst. Ich weiß es nicht. 31 Wochen vermisst. Der Sprecher hat eben gesagt, wir werden sie wahrscheinlich nicht wie Leben finden. Und das sehe ich wahrscheinlich auch so. Okay, wir klappen jetzt zu. Scheiß Laptop, tu das mal weg hier, den Dreck. Das ist nicht mal ein MacBook. Aua. Fight Demons. Oder Devins. Fight Devins. Au. Ah. Scheiße. Halt dich fest. Kevin, halt dich fest. Ah. Nein. Kevin, halt dich fest. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah.
Oh. Ah. Karamba, es fällt. Ui. Was zur Hölle? Ah. Okay. Hier, Schnee. Mm. Super. Steh auf. Ah. Who let the dogs out? So. Überlebenspack aus dem Einschmeißen. So, das hier. Wow. Ey. So. Und dann nochmal herzlich willkommen zu The Forest hier bei mir auf dem Kanal. Ich schalte jetzt mal den Discord auf. So, Herr Dante, hallo, wir sind jetzt hier da. Hallo. Halt die Fresse! Halt die Fresse, Ingame. Wie spricht man Ingame? Ja, wunderbar! Wie geht das denn? Ja, was weiß denn ich? Das nervt auf jeden Fall. Warte. Sprache Proximity Chat immer an. Ah, ich seh's. Mach ich mal aus. Oder wir einigen uns auf nur In-Game-Chat. Das wäre natürlich auch mal eine sehr interessante Variante. Das stimmt. Aber die Qualität ist immer so scheiße. Ja, aber dann verkacken wir auch. Dann verkacken die meisten wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ich hab dann sagen sie dir irgendwas und da haben sie es gar nicht gesagt. So, es müsste aus sein. Also, ich hab jetzt, Ja, weiß nicht. Ich bin gerade weg. Ich suche Ästchen. Ich weiß nicht mehr, wo man Äste herbekam. Hast du da schon eine Villa gebaut? So, die haben rumgelegen, glaube ich, Ästchen. Ja, nee, ich habe zumindest noch keine gefunden. Was ich gefunden habe, ist Höhleneingang. Achso, wir sind wieder hier oben. Wir waren bei einer Staffel 1 auch schon, leider. Ja, ja. Schade, ich habe gedacht, wir kriegen was Neues. So, Inventar haben wir nicht. Doch, hier auf. Ach, hier haben wir das Inventar. Alles klar. Ja, wir gehen ja eh hier weg, weil hier wird kalt. Und ich will kein Stöcker zum Feuer machen. Wir hauen auf jeden Fall ganz gleich ab, würde ich sagen. Wir sammeln alles ein und gehen weg. Füge der Matte Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Hier, da nehmen wir dieses Notfallpack. So. Zzt. Gut. Oh, eine Axt. Geil. Ausrüsten. Ja. Yeah. Oh, da hinten liegt einer im Schnee, der sich da die Ohren reibt. Ich weiß, wer es ist. So, das haben wir alles da. Das Funkgerät. Keine Ahnung, hier kann man die Matte das Licht anmachen. Das ist echt cool mit der Matte. Die ist auch echt schön gemacht. Habe ich aber damals schon gesagt. Staffel 1. Damals, Staffel 1 ist schon noch ein bisschen her. Irgendwie 2 Jahre fast. Echt krass. So, Inventar erstmal gut. Sammeln wir erstmal ein bisschen Zeug ein, würde ich sagen. Hier ist noch so ein Baumstamm, den nehme ich mal mit. Dieses Bausystem habe ich beim letzten Mal überhaupt gar nicht durchdrungen. Das hat dann da alles gemacht. Aber diesmal will ich da ein bisschen aktiver sein. Wie baut man denn das hier hin? So, leg das mal dahin. Hier erstmal Kelvin retten. Der heißt Kelvin, aber wir werden den absolut nur Kevin nennen, weil es ein Kevin ist, schlussendlich. Hey Kevin, beruhig dich. Junge, Kevin, hast du überlebt? Schön, dass du da bist. Wach auf, mein Freund. Ey. Ey. Naja, okay. Ah, Trommelfell hier Platz. Abend, Herr Dante, Herr Sven. So, na, wir haben jetzt Kevin. Kevin. Muss gerade Kevin bedingsen. Betatschen. Beseitigen Folge. Also, wir können ihm jetzt Anweisungen geben, dem Kevin. Mit DD können wir die durchschalten. Also, so. So, jetzt habe ich dem Folge mir gegeben, quasi. Und jetzt liest er seine Nachricht und sagt: Folge mir. Ja, mach ich. Perfekt. So, und so kann man ihm Anweisungen geben, weil er ist halt taub, der ist halt kein Trommelfellplatz. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt so anhält, wenn ein Trommelfellplatz, ob das jemals wieder zuwächst, ich glaube nicht. Das muss ärztlich gemacht werden. Ah, das ist ein Karnickel. Kriegt man das? Karnickel! Ah, nee, das wird nichts. Nicht so langsam. Okay. Dann warten wir noch kurz auf Sven und dann gehen wir los, würde ich sagen. Obwohl, hier war noch eine kleine Höhle in der Nähe, ne?
Ich muss das mal ein bisschen leiser machen hier, ey. Oh, Alter. Warum muss hier das Spiel immer so laut sein, ey? So, hier ist unser Helikopter auf jeden Fall. Der sieht nicht mehr so gut aus. Wahrscheinlich können wir den nicht mehr zum Zurückfliegen nehmen. So, lerne die, ich würde sagen, wir fangen an mit lerne die Grundlagen mit B. Improve Survivor Handbook, dritte Generation. So, Zelt. Zelt brauchen wir eine Zeltbahn und ein Stock. Kombiniert im auf der Matte zu einem Zelt. Fortgeschrittene Kochkunst geht dann weiter. Das heißt, wir brauchen erstmal irgendwo so eine Zeltbahn her. Dante. Oder ich habe eine, ich weiß nicht. Ich muss mal den umlegen hier. Ich hab's nicht auf der auf Steuerung, auf Tab. Steuerung. Hocken. Inventar. Da, I. Nein. Tab. Yes. Ah, so. Okay, das ist besser. Nee, ich habe keine Bahn. Doch, vielleicht hier? Ne. Rucksack ist auch nichts. Dann ist ein Funkgerät ganz in der Hand. Das ist kein Funkgerät, das ist ein GPS. Achso. Namen Dante. Ah, da ist auch mal wieder was, Sven. Ja. Ah, MS-GPS, alles klar. Ah, jetzt. Finde Team. B. Finde Team, das B-Team. 03. 0 von 3, meine ich. Okay, das müssen wir am GPS dann machen. Aber ich würde. Ich weiß nicht, am letzten Mal haben wir. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich denke mal, wir suchen uns erstmal einen kleinen Platz, wo wir uns immer hin wieder zurückziehen können. Ja, dann vielleicht sollten wir erstmal hier vom Berg runter. Ja, ja, sobald Sven da ist, würde ich sagen. Sowas wie eine Gruppe? Nee. Also automatisch, wenn du Server bist. Ich bin mittlerweile schon krank, weil es hier so kalt ist. Okay. Das liegt nicht an der Kälte. Das ja. Fangen wir es mal an und beleidigen uns gegenseitig. Na ja, gut. Nee, also ich noch nicht. Woran siehst du das? Den Statuseffekt krank? Der unten links steht. Ah, ist klar. Für ganz blöde. Entferne ein platzierbares Strukturelement, in dem du C drückst. Das Bausystem habe ich auch nicht durchdrungen. Nehmen das mal weg hier. Jo. Oh. Und dann kann ich es wieder hinstellen und. So läuft das. So, und da ist der Sven. D. Warum heißt der Sven auch D? Ach. Dark Orgi, logisch. Okay. Einmal zart rosa D und einmal rotes D. Nein. Hallo. Du hast Ingame-Sprechen an. Mach mal bitte den Mikrofon aus. Audio. Hatte ich eben auch. Habe ich den ganzen Intro hier Müll gelabert und dann hat er alles gehört, wo ich mich im Discord gemutet habe. Er hat Glück. Und durfte meine Ergüsse und durfte da genießen. Quasi. So, ich laufe mal kurz den Berg hier hoch. Bei Audio, oder? Na genau. Audio ganz unten. Proximity Chat. Und da machst du auf drücken. Nicht dauerhaft senden, sondern drücken. Oh, ja. Ja. Und das war's. Dachte ich mir. Oha. Da oben ist der See. Wir waren natürlich in Staffel 1 schon hier in der in dem Spot. Deswegen weiß ich jetzt natürlich, dass hier oben eine Höhle ist. Ich gehe mal kurz hier hoch. Vielleicht finde ich hier eine Zeltbahn. Und da drinnen war, glaube ich, auch irgendwas. Eine Taschenlampe oder. Ich habe hier eine Zeltbahn gefunden, aber ich sehe sie nicht. Achso, nee, das ist der Helm von den Bergsteigern. Das Bergsteigerlager quasi. Oh, hier können wir auf jeden Fall pennen und speichern, das ist gut. Machen wir hier speichern. Oha. Da liegt einer drinnen, der lebt bestimmt noch. Hallo? Bei denen ist Eiszeit hier. Oh, hier ist ein Höhleneingang jetzt. Also, wo du runtergehen kannst. Der war damals auch nicht. Hier, Stoff gesammelt. Habt ihr den guten Stoff?
Und was? Eine Wodkaflasche gesammelt. Geil. Das Skelett liegt hier und eingekringelt und hat die Wodka im Arm. Die leer oder ist die voll? Das sieht man nicht. Wodkaflasche nur. Oha. Oha. Hast du schon Stämme aufgestapelt, dann? Ja, musst du für die Dings, glaube ich. Oha, aber das wird nichts. Mal gesammelt. So, ich hab eine Platte. Ich hab Stück gemacht. Wie ging das Feuer? Mit Leiter war mit L, ne? Ja. Oh. Oh, geil. Du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das ist eine richtige Höhle jetzt hier, ne? Krass. Keine Ahnung, ich war nicht unten. Ich bin nur mal ganz kurz rein. Oh, es gibt. Aber ich gehe wieder hoch jetzt. Wir gehen jetzt zusammen rein. Eine Lampe in der Tasche, gab's das letzte Mal auch schon? Ja. Also bei Forest nicht. Aber bei Sunset Forest, ja, da gab's. Oha, ich bin aber auch jetzt am Sterben hier. Bestimmt auch wegen der Kälte. Ja, cool, wenn wir mal auf den Berg jetzt runter könnten. Wir gehen jetzt auch, ja, hast recht. Lass uns den Survivor-Schalt einfach unten machen. Wenn wir beim Schnee gespawnt sind, dann sind wir eh quasi mittig. Also wenn wir uns irgendwas suchen um den Berg hier drum rum, sind wir auf jeden Fall auf der guten Seite, denke ich. Irgendwas Cooles mit Wasser vielleicht in der Nähe und Fischen. Fischen ist immer gut gewesen. Hat jemand Kevin im Schlepptau, ja? Ja, haben wir gerade schon mitgenommen, nachdem er die ganze Zeit Stöcke für mich gesammelt hat. Ah, der Gute. Ja, du hast recht, die liegen hier rum, die sieht man noch nicht im Schnee. Ja, das ist im Schnee, ist kacke. Von Anfang. So ist geil gemacht, aber das sind die Fußstapfen, das sieht da geil aus. Und so. Und alles raus, Unreal Engine. Wie lege ich wieder, wie lege ich was ab? Mit, angucken auf dem Boden, Rechtsklick. Ja, da baust du hin. Wie hin wirfst, keine Ahnung. Oh, C. Probier mal C. Ja, G, mit G kannst du Gegenstände abwerfen. Genau. Habe ich eben im Intro gelesen. Na, ich muss was hier lang? Unten. Ja, das bringt jetzt nichts. Das habe ich schon gedacht, wer ist denn der Vierte? Ey? Aber das ist ja Kevin. Das ist Kevin, ja. Der zweite NPC ist ja Virginia. Wobei ja, ich nicht verstehe, weil das ist, Virginia ist ja eine von denen, die wir suchen, quasi. Wir sind ja hier, wir sind ja so ein Einsatztrupp von Söldnern. Wir sollen diese reiche Millionärsfamilie von der Insel retten. Quasi. Die vor 31 Wochen oder 31 Tagen verschwunden sind. Das ist unsere Aufgabe. Und während dieses Flug dahin, wurden wir vom Himmel geschossen. Wahrscheinlich von dem Typen mit dem Rollkragenpullover. Aus dem Intro. Ich würde mal sagen, runter zum Fluss in den Fluss folgen, wa? Oh, ja. Entschuldigung. Ha? Ich höre doch wieder was. Entschuldigung, hat er gesagt. Ich höre doch was. Hey. Echt? Freunde? Hier ist eine Scheißstelle zum Runterkommen. Ureinwohner? Ah, diese Bäume. So, genau. Jetzt hatte ich das mal kurz zusammengefasst, was das Grundprinzip ist vom Spiel an sich. Und warum habe ich denn eigentlich die ganze Zeit diese Karte in der Hand hier, Mann? Weg. Und diese Lampe. So, Kevin läuft immer vom Baum. der hört den Baum nicht, deswegen. Oh, da ist ein Rhino-Owner. Aber den Kevin auf Töten setzen? Wow. Ich hab nix. Doch, ich hab die Axt. Wir haben die Axt. Ausrüsten. Als Messer ausrüsten? Ja, das Äffchen. Ja, wo kann ich? Die können an den Dings hochklauen. Die klauen deinen Baumstämme und so ein Scheiß, hab ich gesehen jetzt, ne? Der ist gerade den Baum geklettert. Ja, ja. Das haben wir schon im ersten Teil immer. Wie lege ich dieses Navi wieder weg? Auf. Ich probier mal G. Nein. G war schließen. Was liegst du weg? Das Navi. Das Navi. Das PDA. Ja, M. Mit M. Also. Ah, also Karte. Alles. Geil. Direkt erstmal schlechte Früchte gefressen. Immer gut. Vielleicht sollten wir die da nicht essen, ne? Ja, gut. Da musst du ja, um dann zu sehen, ob die gut oder schlecht sind. Das ist ja schon gut gemacht bei dem Spiel. So, Kevin, wo bist du? Kevin? Kevin. Der war eben noch da. Ich habe ihn eben noch gesehen. Hier steht, der steht im Busch. Ach, der ist, glaube ich, am. Ne, ist er nicht. Ich dachte, er macht Urinieren. Doch, Urinaten. Kevin. Urinate macht er. Ja, wahrscheinlich stand ich wieder an der Stelle, wo er langkommt. Ja, ja. Du musst da ganz genau lang gehen, ne? Kannst nicht einfach irgendwo runterspringen, der teleportiert dich nach. Ist immer noch so kacke. Ja, nee, ist eigentlich gut. Sag ich das, was du immer haben willst? Immersion.
Ja, so ein bisschen, aber wenn der jetzt zum Beispiel, weißt du? Naja, und wenn er wieder total Anti-Immersion ist, dann will, dann ist es wieder Quality of Life. Ja, ja, kennen wir schon, Gelaber. Genau. Immer so, wie ich es brauche, weißt du? Ja, richtig, genau das. Was wollte ich sagen, wenn ich lügen? Wir spielen, wir haben den Server auf jeden Fall auf Hard Survival eingestellt. Das ist das Schwerste, was du einstellen kannst. also, gut, ist gelogen. Man kann selber noch ein paar Einstellungen setzen, die noch gemeiner sind dann. Aber das ist das, was der Entwickler sich so gedacht hat. Bin gespannt, wie sich das auswirkt oder austritt. Fertig ich mit Essen, nehme ich an. Alter, kommen wir jetzt hier irgendwo mal nach unten? Wieder in deinem Rucksack, ja? Nee. Ist wahrscheinlich nur, weil der Container ist. Aber du kannst nicht dran, oder? Wenn eine Anzeige angezeigt wird. Ich kann irgendwas machen. Man holt meine Dings raus. Deine Dings? Ich bin weg. So, mehrere neue Anleitungen im Inventar verfügbar. Machen wir dann gleich. Wir suchen uns erstmal ein schönes Plätzchen, wo wir dann uns ablagern können. Was ist denn? Jetzt, Kevin, setzt er sich hier hin? Was ist mit dem los? Ich hab da keine Ausdauer mehr. Nee, weil ich da auf den Stein rumgesprungen bin, wo er nicht lang kann. Achso. Ich muss ja die ganze Zeit im Zickzack laufen, damit ich mal eine Strecke finde, wo ich nach unten komme. Oh, hier ein netter Wasserfall. Ich weiß nicht, wir können es ja jetzt nur mit grob. Wir haben ja nicht viel gespielt damals. Also gehen wir einfach mal von unseren Informationen vom Forest aus. Und da war es ja damals so, dass du versucht hast, immer zu so einem kleinen Süßwassersee zu kommen, dass du Fische hast. Denken wir, wenn wir Audis mal versuchen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Wieder nicht runter. Ah, wieder nicht, oder was? Ah, oh, fuck. Hier an der Seite, aber ich weiß nicht, ob das Kevin schafft. Bitte nicht mitmachen. Kannst du übrigens auch Sachen auf die 1 bis 10 Reihe legen, gell? Das habe ich auch gelesen irgendwo, ja. Du gehst einfach drüber und drückst die Taste, wo es drauf soll. Ah, okay. Ich hasse dieses Spiel. Ja, Mann. Wo ist Mutti? Die wollte auch mitspielen, dachte ich. Die ist noch in der Küche. Ach so. Ich konnte nicht mehr. Ich musste da raus. Der Botzer oder was? Nee. Okay. So, wir streifen weiter durch den Wald, durch den Forest quasi. Verrückt. Das ist alles. Mehr machen wir nicht mehr bei dem Spiel. Nur noch durch den Wald laufen. Was ist das für eine Beere? Kann ich die essen? Nee, na, die ist schlecht. Das ist nicht gut für mich. Nee, die ist auch schlecht. Nice. Forest, Mann. Oh. Ich höre einen Ureinwohner. Komm, Kevin. So, der zweite NPC, den wir für uns nutzen können, das ist die Virginia. Das sehen wir dann noch. Wir haben das ja schon im ersten Staffel. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber ist auf jeden Fall noch ein NPC, der hier rumläuft. Die müssen wir dann zähmen quasi. Die müssen wir quasi auf unsere Seite ziehen. Die rennt hier rum. Das wollte ich davon noch erzählen. Aber die werden wir jetzt so früh noch nicht treffen, glaube ich. Wo wir die letzten Mal auch ziemlich früh getroffen haben. Und dann kommt noch der dritte NPC vielleicht. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht, noch einen gibt. Ja doch, der ist doch gerade noch in der Küche. Ach so. Ein NPC. Hanlo Sven, sagt der Chat. Ein Draghund. Das heißt Hallo. Sven? Ach so, das Mikro war wieder oben. Hallo, Dreckhund. Das Mikro war wieder oben. The Mike. Du bist also NPC. Gestern habe ich mit Svenny Borderlands angefangen. Dante. Ja. Geil, Alter. War cool auf jeden Fall, ja. Aber es ist nicht deins mit der Grafik, hast du mal erzählt. Ja. Ins Skittering. Aber wenn der Stil nicht passt, dann ist das so, gell? Das ist, kannst du nicht weg davon.
Nee, ist ja nicht mal das Spiel, das ist, krieg Kopfschmerzen von der Grafik, keine Ahnung. Achso, nee, nee. Achso. So, es wird langsam dunkel. Und dunkel bedeutet kalt. Ja, und da vorne kommen Freunde. Ah, scheiße, im Dunkeln ist kacke. Wollen wir uns erstmal ein kleines Nachtlager machen? Ja, den machen wir weg. Ja, sagt der, der am weitesten weg ist, wisst ihr? Neben euch. Oh, ich liege. Ja, geil, jetzt bist du weg. Oh, bitte nicht im Schnee. Da, wo du gespawnt bist, gell? Nee, in der Höhle, Alter. Ach, geil. Nee, doch nicht. So, warte, wir machen Lagerfeuer, oder? Was mal? Hier am Wasser. Wo ist denn Kevin jetzt? Er steht hier, Dave. Hinterm Baum. Ja, ich bin's. Da ist noch einer. Ah, klar, du bist gerade auf dem Boden sitzt. Ist klar. Ja, ich hab ihn verscheucht. Wo ist Kevin? Warum beschützt er uns nicht? Na, blöd, Mann. So ist der Survivor Book. Wie baut man Lagerfeuer? Hier, Lagerfeuer. Stock und Licht. Stock und Dings. Lagerfeuer. Zelt. Ich hab keine Ahnung. Modus wechseln. Stöckern in der Hand nehmen und auf den Fußboden gucken. Ich weiß, dass ich unterwegs eben Stöcker eingesammelt habe, aber ich sehe sie nicht. Ich mach's mal Licht. Wow. Ja, geil. Oh, ich höre einen. Nee. Ach, Sven. Oh, ist das dunkel, Alter. Krass. Ja, brauch doch mal ein Lagerfeuer. Ja, ich such Stöckchen. Hier ist ein Stöckchen. Auf Stöckchen. Oh. Ach, hat schon. In die Richtung ist ein Lager mit Zelt, habe ich gesehen. Da habe ich gerade gehangen. Wie baue ich noch einmal mir Speer? Stöcke, gell? Klöße bestimmt. Nee, so geht's nicht. Habe ich immer probiert. Er legt nicht drauf. Oder gar nicht mehr. Vielleicht muss der Ring haben, das Feuer. Oh, oh. Kevin kommt zurückgesprintet aus dem Dunkeln. Idiot. Torso. Weitwurf. Ich glaube, der braucht Ring, der Lagerfeuer. Der Lagerfeuer. Das ist ja auch richtig gut, dass man im Buch was sieht. Mit dem Licht, ja, das ist cool. Ja, nee, so ein Ding. Achso. Da kannst du ja irgendwie Licht anschalten, ne? Ja, musst du im Inventar kannst Licht anmachen. Auf dem Schalterchen. Das cool macht, finde ich. So, du, ja, du hast den einfach den Stock. Ach, das ist Kelvin, Alter. Oh, geil, jetzt alles beleuchtet. Sieht aus wie hier ein Flughafen. Ach, hier sind die Stöckchen, alles klar. Ausrüsten. Ah, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ach, ja, das stimmt. Virginia. Das ist Virginia, links neben uns. Echt? Ja, da, neben dem Zelt. Da ist sie. Nicht angreifen. Sven, hör auf. Ich will sie doch gar nicht angreifen. Welcher doch von nicht euch, an. Ey, welcher von euch Holzköpfe hat jetzt das Zelt kaputt gemacht? Sven, er ist da durchgerannt einfach. Ja, geil, steh doch noch ein bisschen drauf rum. Mann, ey, Profis am Werk, ey. Was ist denn los, Alter? Hast du schon wieder... Es ist dunkel, guck mal, guck mal. Mir ist kalt und ich will schlafen. Sag mal, ja, Kevin, Mann. Der ist gechillt, Alter, ey. Ja, der hat keine andere Wahl, der hört nichts. So, erstmal speichern, würde ich sagen. Und dann ein kleines Schläfchen oder was? Ja, die Nacht wegmachen. Ja. Stehen? Nee. Aber wir haben gar nichts zu essen, das ist ein Problem, gell? Svenny, komm mal zum Zelt, bitte. Drück mal Y lange. Schlafen, oder? Ja. Erstmal. Nee, speichern du dir das Server, gell? Oder? Ja, kannst du auch machen, was ist nichts. Ah, geht nicht. Gegner befinden sich in der Nähe. Hä? Okay, wir kombinieren uns erstmal ein Speer. Ich weiß, dass wir beim letzten Mal alles Mögliche, wo man. Also, das siehst du schon in den Hard Survivor Modus, dass du. Keine. Ja, Medis und so gefunden hast. Ah. Achso, jetzt habe ich eine Fackel hier gebaut. Ach, das ist gut. Profi. Profi. Was ist dieses Runde? Das ist Klebeband oder was? Ja. Hau auch nicht. Nee. What?
werde schlafen. Wollen wir mal probieren? 0 von 4 wartet auf dich. Hä? Zählt Kevin jetzt auch auf Futuros? Mutti ist schon da. Nee, das war, weil ich erst angemacht habe und dann wieder weggeguckt habe. Komm noch mal ran, probier's noch mal. Alter, das gibt's doch nicht. Scheiße. Ist nicht sicher genug, toll. Ah, da ist einer. Ich höre nicht, aber ich sehe nicht. Oha, ich mich erinnert das an The Forest, damals Staffel 2 oder sowas, wo wir im Wald gehockt haben, Sven und ich. mit dem kleinen Feuerzeug in der Hand. Aber lustig. Findet ihr auch bei mir auf dem YouTube-Kanal, irgendwo muss man Forest suchen. Da gibt es mehrere Staffeln bei Forest. Bei der letzten Staffel war Sven leider nicht dabei, dummerweise. Da, wo wir es wirklich dann durchgespielt haben. Wo es durchgespielt haben, ja. Das war gerade, die Hütte war cool, die wir gebaut hatten, fand ich. Hat die Chrissy damals, die konnte auch gut bauen. Richtig krass hell machen, das Brett, ey. Ach so, das, in der Mitte, das. Na, das also die Farbe umschalten, ne? Grün. Ja, hab ich doch. Noch lila. Ne, hell, schön hell. Allerdings haben sie rausgenommen, dass du jetzt nicht von den anderen siehst. Ach so. Also ich sehe dich, dass ihr gerade bei dir in der Mappe seid. Das coolste Inventar, aber was es gibt, finde ich. Herr Forus. Scheiße, Mann. Muss man probieren, ob die gegangen sind. Aber auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich verrecken, wenn wir nichts zu essen haben. Wollen wir mal alle ein Zelt, bitte? Oh. Oh! Alter! Steht einfach neben mir. Alter, wer brennt hier? Dave brennt erstmal. Das bin ich, ja, das bin ich. Oh, und ich habe keine HP. Für niedrig so nett, finde Medizin, ist aber ein netter Tipp. Und dann hat ein Fisch. Geil, ich brauche auch mal einen. Oh, der lebt noch. Nein. Ich war so gierig. Kann er die Brühe saufen hier? Nee, ne? Eigentlich nicht. Ja, genau. Ja? Wie war Feuer nochmal? Oh, ich hab alles vergessen. Ach, ich muss sie das mal ausrüsten, oder? Ich hab keinen Speer, ich kann nicht angeln. Ja. Krass, da sitzt da der Penner, ey. So. Die Scheiße, eigentlich müssen wir. Pass auf, da kommt. Da kommen zwei. Scheiße. Braucht die Axt. Oh, ich lieg wieder. Einen habe ich angezündet, der haut ab. Aber ich helf dir gleich. Bin gleich weg. Nee. Gut. Ach, das war Kevin. Mich hat irgendwer umgehauen. Aua. Wo bist du denn? Ja, direkt neben dir. Ich hab dich gerade aufgehoben. Ich stehe hinter dir. Ich gucke in deinen Arsch. Ich lenk die ab. Ja, sinnvoll, Dave. Wir liegen beide. Ich lenk die ab. Ach, beide liegen. Alles klar. Es sind drei Stück. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Jetzt, einer müsste aufstehen. Jetzt der andere. Geh weg, du Klo. Ich lieg wieder. Tito, ich hab mich auch direkt umgehauen. Okay, einen habe ich aufgehoben. Aua. Ich kann nicht. Ist irgendwie echt hilfreich, wa? Ja, steht nur oben. Ich liege jetzt auch einmal. Danke. Ich glaube, der kann die nicht wiederbeleben, Kevin, kann das sein? Ich immer noch, jetzt nicht mehr. Okay, dann. Lass mir dann da helfen, ja? Hab ich schon. Okay. Ich habe die drei, viermal angezündet, das hat gut geklappt. Dann können wir jetzt ja vielleicht mal schlafen. Das wäre geil. Das Feuer ist aus. Die Wanne ist voll. Das Feuer ist aus. Ich kann sagen, dann wird doch noch hier neben mir. Wo ist die Leiche? Was ist jetzt hier? Eins von dreien. Ja. Warte. Darfst nicht weggucken. Sorry, war meine Schuld. Ah, oh, ja. Einmal frei. Nice. Du bist hungrig, du verdurstest. Yeah. Kevin säuft. Dann würdest du uns noch ein paar Fische angeln. Nee. Wir können das alle nicht. Achso, wir haben kein Klebeband. Hä? Wo ist das Klebeband? Ach, kann man die ja so fangen diesmal. Nimm mit der Axt. Nimm die Axt. Ah, alles klar. Haust du mit der Axt drauf auf die Fische. Okay.
Das ist genauso schlimm wie bei Forest, Mann. Dreck. Wie mache ich diese Stinkefeuerzeug an und aus? Mit L. Leiter. Oh, wir gehen jetzt weiter. Das liegt weiter. Mega weit weg, hä? Was, nicht mega weit weg? Den nehmen wir mit. Ja, lass gehen. Ich glaube, das Zelt ist auch schon komplett abgebaut wieder. Ja, ich habe auch noch eine Zeltbahn für Notfall. Was denn hier, Svenny, oft, Mann? Ich glaube, das tust du dir damit ärgern, mit den Typen. Echt? Ja. Auf jeden Fall schreckt es die nicht ab, wenn du eine Leiche mitschleppst. Nee. Du musst ja auf dem Kopf irgendwo hinstecken, gell? Auf so einen Stock, ja. Das geht. Ein Dorf? Nee. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt erstmal Richtung Küste. Also an die Küste war ich ganz gut da, diese Delta. Ich folge dir unauffällig. Ja. Ich auch. Aber mit gebührendem Abstand. Oh, Kiesel einsammeln. Ja. Soll ich das Lämpchen nur wegpacken? Die Axt bald in der Hand. Da greife ich mich dran fest. Alter, Virginia ist auf jeden Fall schon auf dem Weg zu. Die ist auf jeden Fall schon, rennt uns schon nachher, denke ich mal. Wenn uns aus dem Wald beobachten, die alte Kuh. Auch wie man die. Ich weiß nicht, man musste immer hinrennen zu der, gell? Und musste der irgendwie Gesten machen, glaube ich, weiß gar nicht. Und irgendwann war die dann bei uns. Ich weiß auch nicht mehr genau. Das hat, glaube ich, Chrissy damals hier gemacht. Oh ja, die sind hier. Ja, direkt hinter vor mir. Sven, hinter dir. Nicht rumstehen. Wo ist Calvin? Keine Ahnung, der war gerade noch hinter mir. Ach, da leuchtet dort. Nee, hä? Wo ist er hin? Wir haben noch kein GPS. Oh, ich habe jetzt ein Fragezeichen, Bären. Die sind blau, das sieht aus wie richtig. Ja, das ist ein S-Bären hier. Ein S-Bären. Einfach so. Mupp. Wie so eine Puperzenbäre. Da ist Calvin. Hä? Ach, der rennt hier weg, weil der. Ach, der hat Angst, ja. Alles klar. Soll man ihm vielleicht mal helfen, wa? Der wird nämlich da gerade gejagt von dem. Wo ist er hin? Kevin, my love. Kleines Stinktier. Ich hab ihn verloren. Ja, das ist nicht gut. Weil er hat noch keinen GPS-Sender. Gibt GPS-Sender für die NPCs. Guck mal, an den Wand pappen. Dann sehen wir die auf der Karte. Aber vor uns ist da irgendwas, ne? Irgendwie. Ist das ein Hammer? Sieht zu klein auf der Karte. Was ist denn das da drüben? Über dem Fluss, ne? Oder links hat. Leuchtet so komisch. Na, da ist auch eine Markierung auf der Karte. Da ist er. Wo? Ach hier, wo wieder aussieht, Alter, voll Blut. Kevin, geht's dir gut? Na komm, gehen wir mal darüber noch schnell. Ja, das soll ich mir jetzt auch gerade angucken, ja. Das ist, Bildfehler. Nee, da ist aber was. Guck mal, das siehst du auf der Karte. Das ist ein gelber Punkt. Ach so, ja. Das ist jetzt mehr. Ich hab mal. Vom Anfang habe ich mal ganz kurz auf Map.io geguckt. Die Karte ist ja komplett vollgepackt mit Zeug. Das ist eine Höhle. Oder sowas, eine Campsite. Oder ist das schon einer von unseren Freunden? Nee, das sind nur irgendwelche Höhlenarbeiter. GPS-Peilsender habe ich. Und oh, geil. Das ist für Kevin, ne? Hier ist ein Zettel. Again. Voicing my concern. Yu Jung Cheng. Gordon. Puffton Refuse. Irgendwas. Oh, wer schießt? Niemand. Ach so. Gehen die auf? Du hast eine Axt, oder? Oh, hier ist ein Typ, Was los, Junge? Hau lieber ab. Oh, da ist noch einer. Ja, vorher haben die sich mal. Schliege. Lass mich auf. Ein Hit, ey. Ja, du hast keine HP. Selbe Problem haben wir alle. Steh's auf. Das ist ein Anorak-Typ. Wow. Schliege. Oh, guck mal, der hat einen Klamotten. Der sieht aus wie wir. Oh, der ist so hoch. Wir lassen abhauen, oder? Zieh noch irgendwas? Ich liege! Achso. Ja, klar. Bin ich gehört. Okay. Oh, der Typ.
Was, du gibst zu? Oh, ich lieg au. Nee, ich weiß nicht. Ich nicht. Ich lieg au. Es hängt an Sven. Ich au. Aua. Das war's für uns alle. Hier ist mir irgendwo ein Wald gespawnt. Ach so, wir sind im Dings. Wir sind im Camp von denen. Sich abschneiden. Ja. Geil gemacht, ey. Das hab ich auch noch nicht gehabt. Das ist auch noch nicht neu. Ah, nur dass die direkt hinter uns stehen. Pass auf. Oh, hier. Das ist ein Knüppelmann. Alter, los. Mein Zeug eingesammelt. Komm, abhauen, oder? Alter, wie lange braucht ihr, um die Tasche aufzunehmen? Ey, töte den hier, da können wir Lager noch ausräumen. Ja, jetzt ja, muss Mann. Ich töten, wenn er wegrennt. Geht am Berg, am Baum, am Berg. Am ja, Holzberg. Wenn der wegrennt, brauchst du ihm jetzt nicht hinterher rennen, Dave. Ging nur darum, den entweder zu töten oder zu verjagen. Bestimmt wieder. Ja, bis dahin. Was ist denn das hier? Und ein Solarmodul, oder geil. Klebeband. Nice. Da ist er! Guten Abend. Hallo! Das ist der gute. Scheiße! Ja. Der gut geht's. Hier, das ist bei mir! Yes! Noch einer! Goldene Maske! Aber was ist das für einer? Das ist hier so ein Mabuki-Camper oder so. Guck dir den mal an! Oh Mann! Aua, ich lieg! Ciao! Tschüss! Ah. Da liegt man gleich wieder im Lager. Jo, ich auch, Alter. Scheiß Sichel. Ja, das ist hart survived, gell? Das ist hart survived, das ist. Nicht ohne. Was ist denn das für ein. Hä? Ganze muss Sätze, Mutti. Ja, ganze Sätze, nicht. Wo was muss ich hin? Und nicht vorher wieder Lakritz vor den Mund schieben, vor das Fraß. Das ist keine Lakritze. Lackitze. Eine Lakritze. Lakritze, verstehst du? Ah, oh, ein Außenbordmotor, nehme ich mit. Was denn? Achso. Alter. Einen Tag und ist schon dreimal gestorben, sehr gut. Mal losschneiden hier. Au! So, wie es aber dann weitergeht, sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.